Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei InfoKrieg TV. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir haben den 21. Februar 2012. Wir sind live für die nächsten 60 Minuten. Und wie auf unserer Website, unserem Nachrichtenportal InfoKrieg.tv angekündigt, wir haben Geburtstag. Einerseits InfoKrieg selbst. Wir sind 6 Jahre alt, wenn man es ganz genau nimmt, vielleicht schon 6,5. Ich selbst wurde 28 am Wochenende und wir haben etwas gefeiert, allerdings die Arbeit hört nie auf, die Welt dreht sich weiter und die neue Weltordnung rückt näher. Der Widerstand dagegen wird immer größer und immer professioneller und immer besser. Unglaublich, wie viele Leute man trifft, ganz egal ob im Fitnessstudio oder sonst irgendwo auf der Straße, die sich gar nicht mal schlecht auskennen. Wir haben eine Sonderaktion für den Rest des Monats, und zwar wenn Sie im InfoKrieg-Shop bestellen. Falsche Einblendung. Wenn Sie im InfoKrieg-Shop bestellen, bis also den gesamten Februar hindurch, dann bekommen Sie gratis Filme. Und das Ganze angekündigt. Sie bestellen für ab 30 Euro Warenwert und erhalten 3 Exemplare von Der Untergang der Republik von Alex Jones, solange Vorrat reicht. Wir haben noch ein paar davon. Wundervoller Film über die ganze jetzige Thematik, auch die Bailouts, die neue Weltordnung, was ist das Ganze genau, was hat man vor. Alles übertragbar auf Deutschland, alles übertragbar, denn dieses System ist global. Also ab 30 Euro Warenwert erhalten Sie, wenn Sie bestellen für 30 Euro, erhalten Sie 3 Exemplare auf DVD, professionell aus dem Kopierwerk mit allem drum und dran. Wenn Sie ab 100 Euro Warenwert bestellen, für den Rest des Februars, dann erhalten Sie 10 Exemplare von dem Film, können Sie dann verteilen, weiter verschenken, Leute aufwecken, Leute aufklären. Sehr, 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 sehr praktisch, sehr, sehr schön. Die Krise in verschiedensten Bereichen rückt näher. Ich denke, jedem wird das bewusst sein. Wir haben die Anzeichen überall. Hier ist zum Beispiel ein aktueller Artikel via AFP. Studie: Immer mehr Haushalte haben Probleme mit Stromrechnung in Deutschland. Wie die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen am Montag in Düsseldorf unter Berufung auf eine Umfrage unter Energieversorgern des Bundeslandes mitteilte, stellten 3/4 der Unternehmen wachsende Probleme von Verbrauchern im Zusammenhang mit unbezahlten Stromrechnungen oder gesperrten Stromleitungen fest. Allein 2010 hätten Energieversorger über 3 Millionen Mal die Zahlung von Stromrechnungen angemahnt, 340.000 Haushalten sei die Sperrung des Anschlusses angedroht worden, 62.000 Kunden sei der Strom tatsächlich abgestellt worden. Preiserhöhungen bei Strom und Gas in Höhe von durchschnittlich 15% hätten Energie für viele Haushalte in den vergangenen beiden Jahren zu unbezahlbaren Ware werden lassen, erklärte Klaus Müller, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW. Dieses Problem werde sich angesichts der zu erwartenden weiteren Erhöhung der Energiepreise noch verschärfen. Und wir sind noch gar nicht mal angelangt bei Desertec, dieses wahnwitzige Projekt. Man könnte genauso gut sagen, wir bauen neue Pharaonengräber, wir bauen neue Pyramiden, bauen neue Tempel. Also in Nordafrika, in unsicheren, politisch unstabilen Gebieten, wo Al-Qaida jetzt herrscht, die Muslimbrüderschaft und so weiter. Da sollen wir Energie herstellen und die dann irgendwie über tausende Kilometer bis hoch nach Berlin transportieren. Können Sie sich vorstellen, wie das in Deutschland aussehen wird? Daneben wird das Geld für viele Haushalte zunehmend knapper, Verbrauchern fehle die Kompetenz beim Planen der eigenen Finanzen. Die Verbraucherzentrale befragt nach eigenen Angaben zufolge insgesamt 110 Grundversorger im Bundesland, von denen 58 auf die Anfrage antworteten. Grundversorger sind die größten Energieversorgungsfirmen in den Kommunen. Und hier Eurozone im Grundsatz einig über Rettungsplan für Athen. Also das deutsche Volksvermögen wird gepfändet, verpfändet, wir haften. Das ist so ungefähr, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, irgendjemand, den Sie gar nicht kennen, schreibt Sie mehr oder weniger irgendwie ins Grundbuch, schreibt Sie in die Haftung, Sie sind jetzt auf einmal ein Bürger geworden. Ohne dass Sie das genau so richtig verstehen. Wir hatten eine Sondersendung mit Schwerpunktthema ESM, diese Megabank, diese politisch angeblich immune, völlig gigantomanische Ultrabank, die anstellen kann, was sie will, vor keinem Gericht zu zerren. Wir haben die Analyse gebracht von Deutsche Steuerzahler Bund und der Taxpayers Association of Europe.
Wir werden im Laufe dieser Woche im Außendienst filmen vor Ort bei der Taxpayers Association of Europe, um noch mehr darauf aufmerksam zu machen, was dieses ESM-Monstrum eigentlich ist. Wir sind sehr froh über die Gelegenheit, werden dann auch noch Wolfgang Eggert besuchen, Dorian Gray, die Tageszeitung, Online-Zeitung. Einige werden sie kennen, Dorian Gray, schauen sie jeden Tag drauf. Ist eine der wenigen ernstzunehmenden Publikationen im Web. Es gibt ja immer wieder immer mehr Blogs und verschiedene Blogs. Und man merkt halt im Laufe der Zeit relativ gut, wo die Kompetenz liegt und wo eher nicht. Also Dorian Gray, sehr schöne gemachte Online-Zeitung. Viele kennen ihn als den Historiker, den Buchautor. Ihn werden wir auch besuchen, werden vielleicht sogar mit ihm zusammen am Donnerstagabend zur gewohnten Sendezeit von InfoKrieg TV on location sein und senden. Jetzt nicht mit der schwersten Hardware, die wir mitnehmen könnten, wo diese auch sehr mobil ist, sondern wir werden einfach mit einer sehr, sehr guten Webcam und leichtem Gerät voraussichtlich am Donnerstag senden. Vormittags dann die Aufzeichnung von dem Interview über den ESM. Und dann können wir am Freitag dann dieses Interview, die Aufzeichnung ausstrahlen. Wie immer landet alles in guter Qualität, kostenlos im Netz. Wir appellieren die Vernunft der Leute, also jeder hat ganz leichten Zugriff drauf, jeder hat einen leichten Zugang dazu. Man kann das Ganze jemandem schicken als Link auf YouTube, auf Vimeo. Wir posten das auf allen möglichen Plattformen, wie immer. Wir posten es auch in hoher Auflösung, in High Definition, für die Abonnenten der InfoKrieg Mediathek unter mediathek.infokrieg.tv für wenige Euros im Monat. Hervorragende Live-Qualität in High Def, unglaublich gut. Und Sie können uns damit unsere gesamte Medienarbeit unterstützen. Also wir appellieren die Vernunft der Leute. Wir brauchen als Medien die Ressourcen. Wir könnten viel mehr erreichen mit Ressourcen. Wir kriegen hier Zuschriften via Skype und E-Mail, wo Leute sagen, hey, auf Astra oder auf Eurobird, das kann ich später noch vorlesen, auf Eurobird im Satelliten kriegt man aus Großbritannien interessante Sender, die Alex Jones Dokus zeigen und alles andere auch. Sehr interessant, ich habe schon mehrmals gesagt, wir haben uns durch die Astra-Kanäle durchgesappt, ich weiß gar nicht, wie viele hundert es sind, und ein paar interessante Sachen dabei, aber unglaublich viel Müll. Und wenn solche Müllsender über Satellit senden können, dann können wir das doch bitte in näherer Zukunft mit unserem sinnvollen Programm, denke ich, auch. Aber dazu braucht es, wie gesagt, die finanzielle Stütze, und das kann nur durch Sie passieren. Meine Damen und Herren, Sie haben uns unterstützt in den vergangenen 6 Jahren. Wir sind heilfroh drum. Ich denke, Sie merken, dass wir aus jedem Euro alles rausquetschen, was wir können. Wir setzen das sehr, sehr sehr, sehr effektiv ein. Es ist auch, wir spielen hier nicht auf Zeit oder gehen immer auf Nummer sicher, sondern wir stürzen uns immer weiter in die Sache hinein, nehmen immer mehr Verantwortung auf und immer mehr Aufgaben wahr, und unterstützen Sie uns auch weiter in den nächsten 6 Jahren und hoffentlich noch viel, viel länger darüber hinaus. Okay, das zum Rest dieser Woche, zum Sendeplan. Viel ist passiert. Heute unser Schwerpunkt. Was passiert, wenn die Ordnung zusammenbricht? Sei es nur für eine Woche, sei es für 2 Wochen, sei es für einen Monat, sei es für ein halbes Jahr, sei es für ein Jahr, auch das gibt es. Was haben wir nicht alles in Deutschland schon gesehen? Das sollte Ihnen nicht neu sein. Und was passiert konkret dann? Wie lange dauert es, bis Chaos ausbricht? Wie bereiten Sie sich vor? Da haben wir heute einen interessanten Beitrag von Joe Nobody, das Pseudonym eines Mannes, der aus den USA, der arbeitet als Berater und Planer und Designer für den US-Grenzschutz, für das Heimatschutzministerium, für die US Army. Jemand mit sehr, sehr viel Erfahrung, 30 Jahre Erfahrung als Schütze. Und gibt auch Kurse. Man hat ja nicht alles gesehen, die Leute, also die Regierungen kaufen wie die Blöden lagerfähige Nahrung. Die Regierung kauft Wasserfilter. Firmen wie Katadyn beliefern Regierungen und Behörden und Armeen. Die Regierung kauft und kauft und kauft, aber trotzdem sagt die Regierung über ihre Medien, die öffentlich-rechtlichen, guckt euch diese Prepper an, die Preparations treffen, also Vorbereitungen. Man verwendet diesen Begriff positiv wie negativ. Guckt euch diese Preppers an mit ihren
bunkern teilweise sogar und weiß der Geier und hahaha. Ja, nur die Regierung betreibt das Ganze in einem viel, viel größeren Umfang als vielleicht Zivilisten. Können Sie jetzt die totalen Zahlen angucken und vielleicht Statistiken führen, aber auf jeden Fall, es ist wieder mal eine Frage von, wir sagen das eine und tun etwas anderes und erwecken einen falschen Eindruck. Und wir hatten es gerade, Energieknappheit in Deutschland, es kommt zu wenig Russengas zu uns. AKWs aus Frankreich und sonst wo müssen jetzt, also AKWs aus dem Ausland müssen jetzt weiter uns Deutsche beliefern. Wenn die hochgehen, weht das Zeug zu uns auch rüber. Dann geht es bei uns eine Katastrophe, dann könnten 3-4 Bundesländer im Fallout liegen. Und mal eben haben wir 20-25 Millionen Menschen, die versuchen zu flüchten. Wo kommen die unter? Wer ernährt diese Leute? Was passiert in Deutschland mit der Wirtschaft? Und. Dann haben wir hier Artikel via Prison Planet, unsere wertgeschätzten Partner aus Austin, Texas. Wir hatten die Story NSA-Propaganda. Anonymous Cyberattacke wird das Stromnetz lahmlegen. Und wir haben erklärt, was passiert theoretisch, wenn das Stromnetz lahmgelegt wird in den Vereinigten Staaten oder anderswo. Man braucht nur gewisse Punkte anzugreifen, strategische Punkte. Und wenn dann Ausfälle geschehen, dann gibt es enorme Netzschwankungen und dann gibt es einen Dominoeffekt und es haut überall die Lichter aus. Und nicht nur die Lichter, auch die Notversorgungsanlagen von Atomkraftwerken. Das Kühlsystem braucht auch Strom, das ist das Allerwichtigste. Wir haben gehört in einer vergangenen Sendung, was passiert, wenn die Kühlsysteme ausfallen, wie in Fukushima. Man hat bloß in den USA für wenige Tage Dieseltreibstoff und Ermittler haben festgestellt, die Dieseltreibwerke sind von relativ schlechter Qualität häufig. Die Atomkraftwerke sind viel zu alt, teilweise 40, 50 Jahre alt, gebaut wurden sie für 20. Also Sie wissen, was das bedeuten kann. Ausnahmezustand, Kriegsrecht, Plünderungen, Chaos, die Ordnung bricht zusammen. Und ich selbst bin kein negativer Mensch, ich bin kein Pessimist, ich bin kein Mensch, der das irgendwie genießt und die Dramatik genießt. Ich habe selbst eine kleine Tochter. Ich liebe das Leben. Ich liebe die angenehmen Seiten und die schönen Seiten des Lebens. Ich habe kein Interesse an Chaos. Ich habe kein Bedürfnis nach Chaos. Unsere Aufgabe ist es, den Leuten zu erklären, was andere Medien ihnen nicht erklären. Menschen sind teilweise seltsam, wenn sie unter dem Bann stehen von Regierungspropaganda, dem Establishment, man baut Pompeji immer wieder an die gleiche Stelle auf und es passiert dann immer wieder das Gleiche. Und es ist so viel erreicht mit wenig Einsatz. Hier die Meldung, ein Artikel für die Abonnenten des Wall Street Journals enthüllt NSA-Boss General Keith Alexander war letztes Jahr bei der Bilderberg-Konferenz anwesend, die Ultra-Elite-Konferenz. War mal eine Geheimkonferenz, inzwischen ist es mit der Geheimhaltung da nicht so weit her. Es sind 120 bis 150 super prominente Individuen, die können nicht einfach so schnell mal verschwinden. Irgendwas tickert immer durch und man kann nicht einfach ein komplettes 5-Sterne-Hotel anmieten für 3 Tage, ohne dass das auffällt. Also General Keith Alexander glaubt, das Hacker-Kollektiv Anonymous könnte bald die Möglichkeit haben, das Stromnetz in den Vereinigten Staaten lahmzulegen durch eine Cyberattacke. Wenn das Stromnetz lahmgelegt ist, in Deutschland, in den USA, alles wird lahmgelegt. Wir haben Ihnen im Rahmen dieser Sendung, das finden Sie auf Infokrieg TV, wir haben Ihnen die offiziellen Gefahrenanalysen gezeigt für die Bundesrepublik. Nach einem Stromausfall bricht innerhalb von, was war es, 48 Stunden oder ein bisschen mehr, bricht alles zusammen. Niemand hat mehr Treibstoff, niemand hat mehr irgendwas, kaum irgendwas funktioniert noch. Nahrungsmittelversorgung bricht zusammen, medizinische Versorgung bricht zusammen, Geld, der Handel bricht zusammen, es gibt keine Waren mehr, die Leute haben nur wenig Nahrung. Ah, liebe Zeit, dann heißt es hier eben weiter, dass die meisten Systeme des Stromnetzes in den Vereinigten Staaten benutzen proprietary operating systems, maßgeschneiderte Softwarelösungen. Schreibt hier Michael Tunge. Der durchschnittliche Hacker hat nicht so leicht Zugriff auf das. Es ist nicht so einfach, alles mit dem Internet verbunden, die ganzen Rechner, die daran beteiligt sind. Allerdings
Man hat ja auch dieses Perfect Citizen Programm. Raytheon, der Rüstungskonzern, entwickelt das. Sensoren messen Anomalien und schicken die Informationen weiter an die NSA und Homeland Security. Man hat Big Brother System, also ein Frühwarnsystem. Und Rob Johnson schreibt, die Macht dieser Gruppe Anonymous, das gab es noch nie. Und um Gottes Willen, Panikmache. Man hat die Webseiten des US-Justizministeriums und des FBIs lahmgelegt und der Motion Picture Association of America. Ja, das sind Seiten, die dann von teuren Webmastern verwaltet werden und da sind trotzdem irgendwelche Lücken drin. Und die Anonymous-Leute müssen dann bloß, wer auch immer sich hinter dem Banner verbirgt, muss dann bloß abscannen, sind die verwundbar für den so-und-so-Exploit? Aha, okay, das funktioniert. Dann lassen wir das laufen und zu einem gewissen Tag, wenn wir dann genügend Sachen gesammelt haben, die Datenbanken abgesaugt haben, dann lassen wir die Seite platt machen, hochgehen oder wie auch immer. Das heißt nicht, man legt das FBI lahm. Man legt bloß die offizielle Propagandaseite des FBI lahm, das, was das FBI nach außen porträtieren möchte. Das ist, ich meine, die offizielle Seite des CIA ist der absolute Witz. Ich habe seinerzeit recherchiert für den Frank Olson-Fall und dann die FAQ-Sektion und man sucht dann nach irgendwelchen interessanteren CIA-Operationen und man findet gar nichts, aber jede unwichtige Sache ist dort. Das heißt nicht viel. Die Panikmache, wir haben immer davor gewarnt, seit Jahr und Tag warnen wir davor, sich zu schnell zu freuen über Anonymous und die Hacker-Attacken. Es gab einige interessante Dinge, Daten, die an die Öffentlichkeit gelangt sind. Aber es war immer in einem gewissen Rahmen, der dafür sorgt, dass sag ich mal, der Gegner nicht wirklich stark geschwächt wird, sondern man stärkt ihn dadurch eher, weil diese Art von Attacken bringen dann wieder den Feind dazu oder den Gegner aus Sicht von Anonymous dazu, besser zu rüsten und die Schwachstellen zu erkennen und es gibt wieder mehr Geld für Cybersecurity und Anti-Hacker-Maßnahmen, die ganze Spionage in der Hacking-Szene wird hochgefahren. Die Richter nicken wieder mehr Sachen ab gegen Hacker und. Ganz, ganz gefährlich. Und einer der wichtigsten Punkte bei Anonymous, ich meine, wenn alle diese Leute anonym sind, und in vieler Hinsicht sind sie das nicht, viele Leute wurden längst verhaftet, wer weiß, was sich mittlerweile unter Anonymous verbirgt in vielen Fällen. Anonymous heißt keine Transparenz. Wir wissen nicht, wer hackt, wir wissen nicht, wer das ist, wir wissen nicht, was das größere Ziel ist. Meiner Recherche nach, und das deckt sich mit Leuten, die viel, viel mehr recherchieren, über das, weil sie sich auf das Thema spezialisieren, die viel mehr wissen als ich. Es heißt, man braucht, um diese Systeme anzugreifen, die nicht einfach so mit dem Internet verbunden sind, man braucht die Ressourcen eines Staates oder eines Megakonzerns. Einige Megakonzerne sind größer als viele Staaten. Man braucht diese Ressourcen. Wir haben gehört, oh, Siemens arbeitete mit den US-Behörden zusammen und nicht allzu lange danach kamen die Attacken mit Stuxnet, dem mysteriösen Virus von den USA und Israel, gegen den Iran und man zielt dann auf die Skader an Controller ab, made by Siemens. Und das heißt, jetzt könnte dann der Iran und jeder andere könnte Stuxnet umbauen und gegen uns einsetzen und schon werden alle Industrieanlagen oder Kraftwerke lahmgelegt. Weil irgendwo jemand hat ein Virus auf seinem Computer und dann zieht er das auf den Stick, bringt ihn irgendwie auf die Arbeit mit oder irgendein Spion steckt das Ganze mal in den Firmencomputer, der nicht am generellen Internet hängt. Und dann verbreitet sich das Ganze wie ein Lauffeuer und schon hat man das ganze System verseucht. Das ist unglaublich gefährlich, was passieren kann. Unglaublich, unglaublich gefährlich. Hier Meldung via Reuters. Iran wird präventive Handlungen unternehmen, wenn es zu stark bedroht wird, warnt ranghoher General. Also genau das, was ich westliche Nationen immer herausnehmen, wir greifen einfach an und dann heißt es hinterher, naja, das war halt eben 5:12 und es gab keine andere Möglichkeit. Hier noch eine Meldung, bevor wir weitermachen mit unserem Videobeitrag von Joe Nobody über die persönliche Vorbereitung, die man treffen kann. Hier eine Infografik via Zero Hedge. Und die Grafik stammt, glaube ich, von ammo.net. Was glauben Sie, meine Damen und Herren, wer ist der größte Waffenverkäufer in den USA oder wer ist der größte Waffenbewerber in den USA? Wer hat am meisten dafür gesorgt, dass sich Schusswaffen noch besser verkaufen in den Vereinigten Staaten? Was wir natürlich sehr, 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 sehr positiv erachten.
Die Sachlage ist sehr, sehr klar, auch wenn die meisten Leute es nicht wissen, weil sie einfach reguläre Medien konsumieren. Und 3/4 dieser Redakteure sind linke Idioten, die von den Unis kommen und sich mit dem Leben nie richtig berührt haben. Sie leben in ihrer Fantasiewelt, wo es nur Agenturmeldungen gibt oder nur die Leitlinie vom Chef gibt. Und wo sie das von Kindheit an in der Schule eingebläut bekommen. Die neue Weltordnung-Propaganda. Mehr Schusswaffen in privater Hand, weniger Verbrechen. So ist die Realität, meine Damen und Herren. Wenn Sie das noch nicht wissen, dann informieren Sie sich auf Infokrieg, TV und anderswo. Es ist Obama, Barack Obama. Seit Barack Obama im Amt ist 98% mehr Verkäufe an Munition bei Ruger, 33% Wachstum an Munitionsverkäufen bei Winchester. Also hier angewachsen auf 572 Millionen Dollar Umsatz. 4 Milliarden. Hier 4 Milliarden Dollar ist der Markt groß. Und hier weitere Zahlen, mehr und mehr und mehr. Mehr Background-Checks, weil mehr Leute eine Schusswaffe kaufen und dann muss diese elektronische Anfrage erfolgen, die dann checkt, ist man vorbestraft oder nicht. Diese Sicherheitsmechanismen. Hier, wie viele Schusswaffen gibt es? Laut Business Week 270 Millionen Schusswaffen. 90 Schusswaffen auf 100 Amerikaner. Wenn Sie jetzt denken, naja, die schießen sich doch in Amerika wie im Wilden Westen gegenseitig die Köpfe runter den ganzen Tag. Nein, das ist nicht so. Die Statistiken sind relativ aufgebläht durch Gangkriminalität. Wenn also Gangbanger auf Gangbanger schießen, das hat mit gesetzestreuen Bürgern nichts am Hut. Sie würden auch niemanden auf der Straße erschießen, weil es ihnen gerade danach ist. Sie sind schließlich auch ein vernünftiger Mensch. 28 Bundesstaaten in den USA vermelden mehr beantragte Jagdlizenzen, also Jagdscheine. Certified Paid Hunting License Holders und so weiter und so fort. Mehr Handfeuerwaffen, mehr Gewehre und, und. Also Barack Obama und die neue Weltordnung haben hier sehr, sehr krass versagt. Immer mehr Linke, immer mehr Sozialdemokraten in den Vereinigten Staaten sagen, scheiß auf, was ich früher gedacht habe. Ich denke jetzt anders über das Thema und hol mir ebenfalls eine Schusswaffe und mache eine Trainingsausbildung und kann dann auch damit umgehen. Schauen wir auf die Zuschriften heute Abend. Wir machen heute pünktlich Schluss um 8. Heute ist der 21. Februar 2012. Schreiben Sie uns an die üblichen Adressen radio@infokrieg.tv. radio@infokrieg.tv via E-Mail. Und unser Skype-Name ist infokrieg-hq, infokrieg-hq. Hier schreibt uns Thomas, Filmtipp. Kommt es zum Krieg gegen den Iran? Christoph Hörstel im Interview. Dauer 1 Stunde 37 Minuten. Das Wichtigste zusammengefasst, Herr Hörstel sagt, dass Anfang März komplette Flugzeugträgerverbände in der Nähe des Iran in Stellung gehen. Dann könnte der Iran-Krieg schon anfangen, wenn es gewollt ist. Assad könnte bis dahin auch schon handlungsunfähig sein. Ist ja echt arg, was da abgeht. Diesellager anlegen. Auf Deutschland könnten auch riesige Sparpakete Mitte des Jahres zukommen, weil dann Gelder für den ESM gezahlt werden müssen. Ja, bis unbegrenzte Summen Geld. Hier schreibt uns Roscoe aus Syrien, Meldung, am Samstag wurde auf Demonstranten in Damaskus geschossen und auf Al Jazeera ausgestrahlt, das ist leider wahr, weil Angehörige meiner Arbeitskollegen mit in der Menge waren. Die Erklärung der syrischen Regierung ist, das ist alles Fake, es wurde in den Studios in Katar gedreht. Naja. Und ich bin nicht einer von denjenigen, die immer den Good Guy suchen und den Bad Guy und ich bin niemand, der dann jede Entwicklung, jeden Konflikt in dieses Muster hineinzwängt, wo es immer eine mächtige Seite gibt, die gut sein muss und eine, die schlecht sein muss. Nein, es gibt verschiedene Abstufungen von Schwarz-Grau. Ja? Wir sind gegen einen weiteren Krieg, wir sind gegen eine weitere schlechte Regierung. Wir wollen auch eine neue Regierung in Syrien, wir befürworten auch eine neue freie Regierung in all diesen Staaten. Allerdings nicht eine vom Westen installierte Al-Qaida-Muslimbrüderschaft-Regierung, die dann später wieder als Terrorbedrohung hergenommen wird. Und die auch unfrei ist und das Volk aussaugt. Das habe ich nicht alles schon gelesen in letzter Zeit. Wie man dann noch einen Palast baut und dann
wie dann noch eine Firma gegründet wird von jemandem aus dem Herrscherclan und das Volk hungert, hat nicht mal mehr die grundsätzlichsten Nahrungsmittel. Und trotzdem müssen die Herrscher dann sich den nächsten Bentley in die Garage stellen und noch ein Auto und dann noch ein Bugatti Veyron. Ja, und ich meine, die Regierung, normalerweise in diesen Ländern, die Regierung, das sind alles Militärs, diese Leute, die Clans, das sind alles Leute aus dem Militär, haben alle Dreck am Stecken und das klassische Rezept ist normalerweise, wenn sich Menschenmassen bilden, auf einzelne Leute feuern, per Hecken schützen, die Menge vertreiben, in Angst und Schrecken versetzen, rausfinden, wer die Rudelsanführer sind, die dann abholen, foltern, Exempel statuieren, ein paar davon rauslassen, damit die dann aber immer noch beobachten, damit sie dann entweder noch spionieren oder halt eben die Leute verschrecken, weil sie einfach Psychowracks geworden sind und viele auch einfach hinrichten. Das ist so die übliche Vorgehensweise. Und jetzt haben wir dann auch noch fremde Kräfte. Das ist im Bericht der Beobachtermission drin von der Arabischen Liga. Irgendwelche seltsamen Teams und es schaut aus nach israelischen, britischen, amerikanischen Kräften. Und deren Frontleute, diese Teams, ziehen durch die Gegend rum und führen Operationen durch, ermorden Leute willkürlich auf allen möglichen Seiten. Sie destabilisieren. Sie werden gleich merken in dem Videoeinspieler, wie leicht es ist, ein Land zu destabilisieren, bis das Chaos immer mehr wird und ausbricht. Das sehen wir in Syrien. Und das sind dann Profis. Die gehen nicht in die Nähe von ihren Zielen. Nein, die schießen aus der Distanz. Hier hatten wir noch weitere. Ich hatte hier irgendwo Hinweise, die ich eigentlich noch dringend vorlesen wollte. Naja, wir blenden die Adressen ein, werfen einen Blick auf E-Mails. Hier schreibt uns jemand: Hallo Alex, alles Gute nachträglich von den Warriors aus dem Zollern-Albkreis. Wir wünschen dir vor allem, was du dir wünschst, viel Erfolg und weiterhin und nicht aufgeben. We support 24/7. Vielen, vielen Dank. Ja, es ist Hallo Alex. Letzte Woche erwähnte ein Zuhörer namens John, dass er es begrüßen würde, wenn es einen TV-Sender geben würde, der Informations- und Dokumentarfilme wie The Soviet Story oder Police Day 3 ausstrahlt. Ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber in Großbritannien gibt es seit fast 4 Jahren einen Fernsehkanal dieser Art und heißt Edge Media Television. Dieser Kanal ist auf dem Satelliten Eurobird 1 auf und so weiter, 28,5 Grad Ost, bla bla bla, das kann man im Netz finden, zu empfangen und unter dem Namen Controversial TV zu finden. Vor etwa einem halben Jahr führte Paul Joseph Watson von Prison Planet ein Interview mit Alex G., dem Moderator der Edge Media TV-Sendung On The Edge. Des Weiteren werden auf den Sendern Information TV, Showcase TV und Showcase 2, die ebenfalls auf dem Satelliten Eurobird 1 zu empfangen sind, von Zeit zu Zeit Dokumentarfilme wie etwa The 9/11 Chronicles Part 1 Truth Rising oder Interviews mit Bill Still und so weiter im Rahmen des Programmfensters Paradigm Shift TV laufen gesendet. Ansonsten mach weiter so, nachträglich herzlichen Glückwunsch an dich und die Mannschaft von Infokrieg zum Geburtstag. Schöne Grüße aus Hermeskeil, Rheinland-Pfalz, Anony K. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. War mir noch nicht bekannt. Wir kriegen ständig ultra gute Hinweise von unseren Zuhörern und Lesern. Ja, man muss sich dann immer informieren, was kostet diese Lizenz, welche Auflagen muss man erfüllen, kriegt man das Ganze finanziert, wie macht man Leute darauf aufmerksam, wie der Sender zu empfangen ist. Die meisten empfangen einfach ihr Astra und können ihren Receiver nicht bedienen. Wie hat man das Werbebudget, um Leute aufmerksam zu machen, dass sie diesen Sender gucken und dass man das durch Werbung reinholt und so weiter. Das sind interessante Konzepte und wir strecken auch die Fühler aus, allerdings im Moment sind wir noch zu klein, also unterstützen Sie uns nach Kräften. Das wäre dann der nächste Schritt, dass man vielleicht ein 6-Stunden-Programm täglich hat oder ein 12-Stunden-Programm mit einem gewissen Live-Anteil, so machen es halt eben auch die anderen größeren Sender. Also alle halbe Stunde oder meistens alle halbe Stunde die Nachrichten immer aktualisiert, live. Dann zwischendurch Berichte, dann hier wieder ein Dokumentarfilm, hier dies, hier das, in einer gewissen Rotation. Das ist sehr, sehr interessant. Es muss aber finanzierbar sein, ansonsten kommt man in Teufels Küche. Hier schickt uns jemand eine Artikelsammlung zum Thema Gauk. Da haben wir schon einiges Interessantes gesehen. Die Debatte, wir werden das morgen vielleicht mehr kommentieren. Die Stasi-Vorwürfe,
gegen Gauck, die gerichtet wurden von verschiedenen Seiten. Dann andere Diskussionen, er ist zu neoliberal und er hat sich dagegen Occupy ausgesprochen und so weiter. Ich meine, er versucht jetzt die konservativen Zuschauer und Leute anzusprechen, damit die beruhigt sind. Was er sagt, ist wichtig, aber nicht Priorität. Wichtig ist erstmal herauszufinden, wer er ist, was für Entscheidungen er getroffen hat im Leben. Und da sieht es halt eben sehr, sehr ärmlich aus unserer Sicht. Also als es dann relativ sicher war, hat er sich dann gegen das DDR-Regime ausgesprochen, wurde hinterher einfach dann der große Prediger, politischer Prediger. Und dann eben, also jemand mit so einem Hintergrund, der dann eben diese Stasi-Unterlagenbehörde leitet. Also er ist auf jeden Fall ein Kandidat der neuen Weltordnung und genauso aus diesem Milieu wie Merkel und de Maizière und diese ganzen alten Kader. Also wir sind definitiv unglücklich über den Kandidaten. Hier schickt uns jemand einen Artikelhinweis, Ron Paul und seine politischen Prognosen aus dem Jahr 2002. Wenn man sich im Netz finden. Peter schreibt uns, wünsche Ihnen zum Geburtstag alles erdenklich Gute. Bleiben Sie und Ihre Familie gesund. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Hier schreibt uns jemand, neue Studie der Wirtschaftswissenschaftler Brad Danaher und Joel Waldfogel hat den Effekt des illegalen File-Sharing auf die Kinoeinnahmen der Filmindustrie seit der Verwendung des BitTorrent-Protokolls im Jahr 2003 untersucht. Das heißt hier, kein Schaden für Filmindustrie nachweisbar. Hier schicken Sie mal einen Videolink, den ich noch nicht gesehen habe. So viel also erstmal zu unseren Zuschriften heute Abend. Sie können selbstverständlich uns auch in einer Textbotschaft sagen, ich bin per Telefon oder mit meinem Skype-Headset in die Sendung, dann können wir Sie gerne einbinden. Alles gar kein Problem. Kommen wir zu unserem Videobeitrag mit Joe Nobody. Wir haben auf Infokrieg TV die entsprechende Ankündigung gemacht mit dem Text hier in unter mediathek.infokrieg.tv. Etwas zur Einführung, wer der gute Mann ist. Joe Nobody, selbstverständlich ein Pseudonym, der schreibt verschiedene Bücher. Standhaft bleiben, wie man sich darauf vorbereitet, dass die Ordnung um einen herum zusammenbricht. Ein Interview mit Joe Nobody, er entwarf Systeme, gab Beratung und leitete Trainings für die US Army, das Heimatschutzministerium, die Forschungsabteilung der Marine für den US-Grenzschutz sowie für private Unternehmen. Er verfügt über 30 Jahre an Erfahrung als Schütze, unter anderem in IPSC und als Ausbilder. Joe fing auf Anfrage seiner Schüler an, über Krisenvorsorge zu schreiben. Und ich möchte Ihnen den Beitrag nicht vorenthalten. Das ist jetzt der erste Teil. Wenn vielleicht noch einen weiteren Teil behandeln. Hier ist mein Skript. Das Ganze dauert rund eine Viertelstunde. In deinem Buch geht es nicht darum, einfach einen Bunker zu bauen, ihn mit Munition vollzustopfen, zu beten und bereit zu sein, in alle Richtungen zu schießen. Häufig findet man diese Mentalität in der Survival-Community. Ich halte deine Herangehensweise für wesentlich klüger. Erzähl uns doch von deiner Philosophie in Bezug auf Verteidigung. Die beste Verteidigung ist Tarnung und Täuschen. Falls eine Gesellschaft zusammenbricht, falls eine hochdramatische Situation eintritt, falls Recht und Ordnung nicht mehr aufrechterhalten werden, falls die Regierung ihre Bürger nicht mehr beschützt, dann ist es am besten, wenn niemand weiß, wo sie sich befinden, was ihre Vorbereitungen sind. Wir nennen das in meinem Buch ein passives Profil im Gegensatz zu einem aktiven Profil, bei dem man lauthals verkündet, stark bewaffnet und vorbereitet zu sein, um mögliche Angreifer abzuschrecken. Wir zeigen den Lesern, wie sie sich absichern, ohne das Aussehen, den Wert und den funktionalen Zustand ihres Zuhauses und ihres Grundstücks zu ruinieren. Dinge wie Geländebearbeitung, Maßnahmen, die nichts mit einer Rambo-Mentalität zu tun haben. Was ich an deinen Informationen schätze, ist die breite Anwendbarkeit, egal ob man auf dem Land lebt oder in der Stadt oder in einer Vorstadt.
Du hast Schaubilder, zum Beispiel für Schusslinien oder Beobachtungsmöglichkeiten. Ein Verständnis dafür, was man besonders schützen muss, etwa den Garten mit Nahrungsmitteln oder Tierställe. Erzähl uns von der Breite der Anwendungsmöglichkeiten. Kein Zuhause ist genau wie das andere. Viele Leute sind exzellent vorbereitet. Sie haben Nahrungsmittel, Wasser und so weiter. Verteidigung steht meist leider weiter unten auf der Prioritätenliste. In meinen Büchern und in meinen Kursen weise ich immer darauf hin, dass viele nicht vorbereitet sind auf extreme Gewalt. Sie sind nicht vorbereitet auf das, was verzweifelte, hungrige Leute tun werden, die keine Strafe fürchten. Man kann sich durch Lesen da einarbeiten. Die Geschichte ist voller solcher Beispiele. Auch in der Gegenwart sehen wir das in Somalien. In Bosnien hatten wir das, in Serbien. Heute wieder im Mittleren Osten. In manchen Gegenden Ägyptens haben sich kleine Communities zusammengeschlossen, um sich zu schützen. Wenn das System zusammengebrochen ist und Hunger im Spiel ist, werden Menschen verzweifelt. Eine Frage: Wie dünn, denkst du, ist die Fassade der Ordnung und des Anstands heute, wo Menschen den Notruf wählen und erwarten, dass die Polizei anrückt? In den USA ist das jüngste Beispiel dafür, das ich genauer studiert habe, New Orleans nach Hurricane Katrina. Die ursprünglichen Nachrichtenmeldungen aus dem Superdome waren zwar stark übertrieben, nichtsdestotrotz ist es ein Fakt, dass weite Teile der Polizei von New Orleans nicht zur Arbeit erschienen waren oder erscheinen konnten. Bei einer solchen Naturkatastrophe spüren die meisten wohl im Inneren, dass Hilfe irgendwann kommen wird, dass die Polizei, die Nationalgarde und sogar Bundestruppen anrücken und die Ordnung wiederherstellen. Bei Hurricanes an den Küsten von Texas konnten wir Folgendes beobachten. Anfangs spüren die Leute ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Ich nenne das die soziale Schonfrist. Wenn das Desaster landesweite Auswirkungen hat oder zumindest weiträumig ist, dann dauert diese Schonfrist nicht sehr lange. 3 oder 4 Tage? Das hängt von der Größe der Community ab. Es handelt sich aber nicht um mehrere Wochen. Ich bezweifle stark, dass es länger ist als 1 bis 2 Wochen. Was passiert dann, wenn die Schonfrist vorüber ist? Die kleinen Community-Gruppen, die sich anfangs gebildet haben, brechen zusammen. Die Führung wäre hart umkämpft, überall gibt es ein Machtvakuum. Diejenigen, die sich gut vorbereitet haben und über große Nahrungsmittelvorräte verfügen, könnten zum Teilen genötigt werden, in einem größeren Umfang, als ihnen lieb ist. Ich vertrete stark das Wohltätigkeitsprinzip und Nächstenliebe, aber ich muss auch für das Überleben meiner Familie sorgen. Darauf folgt dann die Phase des Gezänks und des Streitens. Laut mehreren verschiedenen Statistiken verfügt die durchschnittliche amerikanische Familie über Nahrungsmittelvorräte für nur 3 bis 5 Tage. Das ist alles? Das ist alles. Nach 10 Tagen sind die Menschen alle sehr hungrig. Bei einem Kollaps sind die Läden natürlich leer. Lass mich ein typisches Szenario beschreiben. Ein Prepper hat seine Vorräte im Haus, Gold, Nahrung, Munition. Der Opa sitzt mit seiner Schrotflinte im Schaukelstuhl auf der Veranda und meint, er sei sicher. Wie würde ein Angreifer vorgehen? Es ist ein großer Fehler, Distanzen zu unterschätzen. Die Bewohner des Hauses würden den Angreifer nie zu Gesicht bekommen.
Er wäre 300, 600 oder sogar 900 Yards entfernt. Wenn die Ordnung zusammengebrochen ist, dann gibt es keinen Grund für den Angreifer, eine Verletzung zu riskieren. Er ist wahrscheinlich mobil, er braucht kein großes Gewehr, um auf diese Distanz effektiv zu sein. Die Bewohner würden den Angreifer nicht bemerken, bevor es zu spät ist. Wie ich in meinem Buch festhalte, reicht es oft nicht einmal, im Inneren des Hauses zu bleiben. Viele Wände halten Kugeln nicht auf und Kugeln lösen Brände aus. Der Angreifer würde den Distanzvorteil ausspielen. Ein angreifendes Team an Desperados würde aus der Entfernung die Bewohner mit Gewehrfeuer in Schach halten und sich schrittweise nähern. Die würden nicht einfach die Tür eintreten und alle ins gegnerische Feuer laufen. Die Angreifer kämen von mehreren Seiten. Mindestens einer, den man nicht sehen kann, würde die ganze Zeit Feuerdeckung geben. Meinst du Brandgeschosse, die Brände auslösen? Nein, überhaupt nicht. Gewöhnliche Munition mit Bleikerngeschossen kann Brände auslösen. Vorhänge brennen schnell. Ich erzähle im Buch eine Geschichte. Als Kind wohnte ich in der Nähe einer Mülldeponie. Samstagmorgens gingen wir immer dorthin für Zielschießübungen. Du glaubst nicht, was ich alles in Brand gesteckt hatte, mit ganz normaler Munition und einem ganz gewöhnlichen Gewehr. Das klingt nach einer unterhaltsamen Kindheit. Wir hatten Spaß damals, auf dem Land war das damals sehr lustig. Die Munition war billig. Staubsauger haben Feuer gefangen. Ferngesteuerte Spielzeugautos, die wir heute in unseren Kursen für Zielübungen benutzen. Es ist wirklich nicht schwer, gewöhnliche Haushaltsgeräte in Brand zu stecken. Bei Radio Shack kaufe ich ferngesteuerte Autos, bohre kleine Löcher in die Seite, befestige einen Kleiderbügel dran und binde daran aufgeblasene Luftballons. Großartige Trainingsgeräte. Jemand bedient die Fernsteuerung und lässt das Ding hin und her flitzen. Es geht nicht nur um Waffen und Munition, es gibt vieles, das man tun kann. Man kann sein Haus so aussehen lassen, als wäre es ausgebrannt und als wäre dort bereits eingebrochen worden. Selbst wenn die Ordnung nur kurz zusammenbricht. Wenige Wochen oder auch nur wenige Tage reichen aus, dass jemand auf die Idee kommt, ihr Haus auszuräumen und ihre Familie zu verletzen. Uns geht es um Sicherheit. Wir wollen, dass die Infowars-Hörer geschützt bleiben, informiert und vorbereitet. Deshalb haben wir Joe Nobody hier. Wir sprachen über typische Szenarios. Bist du bereit für ein weiteres? Absolut, schieß los. In einer Vorstadt weigert sich eine Familie, ihr Haus zu verlassen. Der Angreifer weiß, die Familie hat Nahrung, medizinische Artikel, Wasserfilter und Gold. Wie würde der Angreifer vorgehen? Option Nummer 1, das Haus in Brand setzen oder zumindest die Einwohner ausräuchern. Option Nummer 2, ein Fahrzeug nehmen und damit die Eingangstür rammen. Das ist extreme Gewalt. Unsere Truppen haben das im Irak irgendwann angefangen zu tun. Man konnte damit auch schwere Stahltüren kleinkriegen. Man nimmt ein Humvee-Fahrzeug oder einen Striker und man drückt mit dem Stoßfänger vorne die Tür ein. Bei einem Zusammenbruch der Ordnung sorgt sich niemand um seine Kfz-Versicherung. Die benutzten Fahrzeuge sind wahrscheinlich sowieso gestohlen. Wenn es keinen anderen praktischen Weg gibt, fährt man einfach die vordere Tür um. Die meisten Amerikaner sind höfliche Menschen, anständig und folgen meist den Regeln. Die kommen nicht so einfach auf die Idee, die Tür des Nachbarn aus den Angeln zu brechen oder als Heckenschütze jemanden Unschuldigen umzunieten. Gott sei Dank sind die meisten Amerikaner anständige Menschen, aber das kann die Leute auch darüber hinwegtäuschen, wozu andere Menschen fähig sind. Also
Absolut, ein weiteres Beispiel ist Kidnapping. In den Teilen der Welt, in denen die Ordnung zusammengebrochen ist, ist Kidnapping eine Industrie. Sieh dir die somalischen Piraten an. Es sind nicht nur ausländische feindliche Kräfte. Sieh dir an, wie viele Lösegelder im Irak gezahlt wurden nach dem Fall Saddams. Entführungen werden in den richtig üblen Gegenden quasi zu einem System des Tauschhandels. Trotzdem, wenn ich Prepper frage, wie kommt ihr an Nahrungsmittel, dann heißt es, oh, da gibt es Obstbäume, wir schicken die Kinder dorthin, um Äpfel aufzusammeln. Ach ja, wenn ihre Kinder ungeschützt wohin gehen, sind sie in Gefahr. Und was würden sie zahlen, um ihre Kinder zurückzubekommen? Danke, dass du das alles zur Sprache bringst, auch wenn die Vorstellung furchtbar ist. Beleuchten wir ein weiteres Szenario und wenden uns dann anschließend den Anrufern zu. Eine Ranch auf dem Land mit 3, 4 gut bewaffneten Leuten, die patrouillieren und einen wehrhaften Eindruck machen. Wie würde eine kleine Gruppe Angreifer dagegen vorgehen? Die erste Wahl wäre es, zu versuchen, sie herauszulocken. Irgendeine Möglichkeit, sie zu locken. Wenn sie die Bücher gelesen haben und erfahren sind, werden sie nicht darauf hereinfallen. In dem Fall würden die Angreifer an einer Stelle einen Angriff vortäuschen, während die größten Kräfte an einer ganz anderen Stelle anrücken. Das funktioniert in den allermeisten Fällen. Und du hast das aus nächster Nähe erlebt oder du sprichst mit den Leuten, die das aus nächster Nähe kennen? Es ist eine weithin bekannte Infanterietaktik. Jeder, der bei irgendwelchen Streitkräften gedient hat, wird wissen, wovon ich spreche. Die Verteidiger haben in der Regel einen Vorteil aus mehreren Gründen. Ich möchte die Leute jetzt nicht mit Details langweilen. Die angreifende Streitmacht braucht normalerweise eine fünffache Überzahl. Angreifer brauchen also kreative Methoden, um eine verteidigende Gruppe zu schlagen. Ich sage den Leuten immer, sie brauchen keine Meisterschützen sein oder abertausende Dollars investieren. Ich selbst verschieße pro Monat 2.000 bis 3.000 Patronen. Wir schießen so viel, wir müssen schon wieder laden. Sie aber brauchen das nicht in dem Umfang. Aber buchen Sie einen Kurs, kaufen Sie ein Buch, gehen Sie auf den Schießstand. Es gibt unzähliges gutes Material darüber. Gute Ratschläge hier von Joe Nobody. Viele verstehen das in einem falschen Kontext und denken an einsame Wölfe. Rambo-Typen, die Recht und Ordnung zerstören wollen. Nein, diese Leute werden im Ernstfall Sheriffs und Deputies vor Ort dabei unterstützen, Recht und Ordnung wiederherzustellen. Die Straßen sichern, die Plünderer fernhalten. Denkst du nicht auch, dass dies die gesetzestreuen Bürger sind? Absolut. Um je weniger Behausungen ihre örtliche Polizei sich Sorgen machen muss, je weniger Menschen in einer verzweifelten Lage sind, desto besser können sie ihre begrenzten Ressourcen einsetzen, wo es nötig ist. Da, wo Leute sich nicht vorbereitet haben oder anderweitig in Schwierigkeiten stecken. So viel also zu der Krisenvorbereitung von Joe Nobody, das Pseudonym. Wir weisen Sie eindringlich hin auf den Infokrieg-Shop an dieser Stelle. Einerseits finanzieren wir unsere Medienarbeit durch den Infokrieg-Shop. Andererseits
finden Sie dort ausgewählte Krisenvorsorgeartikel, Bücher mit notwendigen Dingen, die Sie gebrauchen können für schlechte Zeiten. Und diese schlechten Zeiten werden kommen. Das ist meine Überzeugung, das ist die Überzeugung von vielen anderen Leuten, die diese Dinge analysieren. Sie finden bei uns unter den Büchern im Infokrieg-Shop unter shop.infokrieg.tv verschiedene Unterkategorien Gesundheit und Umwelt. Dort finden Sie Bücher, mit denen Sie lernen, wie Sie gesund bleiben, was Sie vermeiden sollten. Hier John Seymour, das neue Buch vom Leben auf dem Lande, wie Sie Tiere halten können, wie Sie Selbstversorgung betreiben können. Sie werden zwar nicht über Nacht zum Inhaber, Besitzer eines grünen Daumens, allerdings dieses Buch hier ist eines der wertvollsten seiner Art. Mit so vielen farbigen Abbildungen, es ist unglaublich, wie Sie das hinkriegen für den Preis 24,95. Hier Heide Haskell, selbstversorgt. David Werner, wo es keinen Arzt gibt. Deutsche Ausgabe des mittlerweile in über 100 Sprachen übersetzten Handbuches Where There Is No Doctor. Standardausrüstung eines jeden Entwicklungshelfers und Campers und allen anderen Leuten. Anleitung zur Hilfe und Selbsthilfe in allen Situationen, die die Gesundheit und Hygiene betreffen, orientiert sich an den realen Gegebenheiten unterentwickelter Länder. Vermittelt Grundlagen mit der medizinischen Diagnose, Behandlung und Verhinderung typischer Krankheiten unterwegs. Hintergrundwissen zu allen Aspekten der Gesundheit. Und Sie finden weitere Bücher hier über Ihre Gesundheit, natürliche Antibiotika, Sicherheit und Selbstschutz, auch eine ganz, ganz wichtige Unterkategorie. Ganz, ganz wichtige Bücher. Schützen Sie Ihre Kinder? Wie können Sie Ihre Kinder sensibilisieren für Gefahren? Dann haben wir hier den Klassiker Siegfried Hübner, Selbstschutz, Überfälle konsequent abwehren, Einbrüche wirksam verhindern, Waffen richtig gebrauchen. Wer gegen die ansteigende Kriminalität einzig auf die Hilfe von Polizei und Justiz hofft, wird eine Enttäuschung erleben. Der Autor verfügt als ehemaliger waffentechnischer Berater und Ausbilder von Polizeieinheiten über einen umfangreichen Erfahrungsschatz, auch aus mehreren Ländern, Erfahrungsschatz, an dem er den Leser teilhaben lässt. Also glauben Sie nicht, irgendwie nur seltsame Leute befassen sich mit sowas. Nein, es sind die Leute, die Erfahrung haben. Es sind Leute aus Polizei, Militär, die solche Bücher schreiben und ihre Mitmenschen informieren wollen. Denn sie wissen, wo die Schwächen sind der Polizei und der Armee. Sie wissen, die Regierung kann sich nicht um das Individuum kümmern. Vor allem, wenn ein bisschen mehr Not am Mann ist, dann ist das Individuum meistens auf sich alleine gestellt. Colin Towle, Survival Guide. Lebenswichtiges Expertenwissen aus erster Hand. Der Autor, 30 Jahre Erfahrung als Überlebenstrainer in der britischen Armee, Chief Survival Instructor, bildete Angehörige der Royal Air Force und der Eliteeinheit Royal Marines Commando in Überlebenstechniken aus für alle Klimazonen. Er unterrichtete an der US Navy SEER School, Schule für Überleben, Entkommen, Widerstand und Flucht, gefragter Experte Colin Towle, der Survival Guide. Auch ein riesiges, riesengroßes Buch, großformatig, 19,95 €. Überall nur farbige Abbildungen, sehr detailgetreu. Also manche anderen Bücher, die wir gesehen haben und verglichen haben, sind nicht wirklich praxisgerecht, dieses jedoch schon. Dann haben wir hier noch ein Werk vom Enforcer Verlag, Der Kampf im bebauten Gelände. Die aus dem Amerikanischen übersetzte Dienstvorschrift bietet Vergleiche mit Ausbildungen in anderen Armeen. Also wir haben verschiedene Bücher gelesen aus verschiedenen Verlagen und das ist eines derjenigen Bücher, die uns wirklich beeindruckt haben oder eines der Publikationen, auch praxisgerecht für Krisensituationen, also lernt man wirklich was Wichtiges. Dann haben wir die Dokumentarfilme, wecken Sie Ihre Mitmenschen auf, denken Sie nicht, Ihr Computer wird immer funktionieren, was kann passieren, wenn Anonymous oder eine Regierung oder irgendwer unter dem Anonymous-Banner Ihre Computer lahmlegt, holen Sie sich die Kopien auf DVD, holen Sie sich die Bücher, physische Bücher, holen Sie sich Gesundheitsartikel. Wir haben Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen, erstmal die grundlegend wichtigsten Dinge wie natürliches Vitamin C aus Acerola mit Bio-Zertifikat, Acai aus der Beere. Diese Stoffe, Polyphenole, die existieren, bevor der Mensch existiert hat. Und man kann eben, und man weiß, der Mensch entwickelte sich und braucht diese Substanzen. Sehr, sehr interessant, sich dort einzulesen. Dann haben wir den Silbergenerator, den Ionic Pulsar Pro.
inklusive Silberstäbe und die Ersatzsilberstäbe. Ein Set, ein Doppelset reicht für 120 Liter kolloidale Silberlösung mit 25 Parts per Million. Sehr, sehr wichtig auch für die Krise, dann können Sie dann ebenfalls leicht herstellen. Wir haben eine kurze Anleitung gedreht, werden Sie wahrscheinlich morgen im Laufe des Tages online stellen. Eine Kurzanleitung, dass Sie mal reinsehen können, wie leicht das ist, das herzustellen. Also kaufen Sie nicht unbedingt teuer, was haben wir gesehen, 40 Euro pro Liter Fertiglösung. Die meisten Fertiglösungen oder viele werden hergestellt mit dem Ionic Pulsar. Und dann können Sie dann das Ganze selbst herstellen. Und dann unser ganz wichtiger Bereich im Infokrieg-Shop, Krisenvorsorge. Artikel zum Kochen mit Brennstoffen, dann ohne Brennstoffen. Wir haben den Optimus oder Zubehör für den Optimus-Kocher. Wir haben auch ein Technik-Set, wo der Kocher dabei ist. Weltweit die gefragtesten Geräte, die Sturmkannen von Kelly Kettle. Das Ding hält ewig. Wir haben die aus Edelstahl, die Modelle aus Aluminium und Zubehör. Also Sie können mit jedem brennbaren Stoff in der Krise spielend leicht kochendes Wasser in 0, nichts produzieren, herstellen. Clevere, simple Konstruktion, sehr stabil, entweder aus Edelstahl oder aus Alu. Aus Tannenzapfen, Gras, trockenem Gras, Äste, Baumrinde. Sie können in 0, nichts ohne irgendwelche Gasbrennstoffe oder Benzin können Sie kochendes Wasser erzeugen. Ganz, 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 ganz wichtig. Die Wasseraufbereitung, Wasserfilter, die große für den Haushalt, kleine. Finden Sie alles bei uns im Infokrieg-Shop. Schauen Sie rein, schauen Sie regelmäßig rein. Dort finden Sie immer wieder auch aktuelle Artikel. Sie finden auch immer wieder aktuelle Nachrichten auf dem Nachrichtenportal infokrieg.tv, 7 Tage die Woche. Die aktuelle Meldungen: Putin kündigt 2 Wochen vor Wahlen beispiellose Aufrüstung an. Ausgaben von 590 Milliarden Euro in 10 Jahren. Was haben wir angekündigt? Neues Wettrüsten, neuer Kalter Krieg, neue Proxykriege. Und vergessen Sie nicht, nominell ist der US-Verteidigungshaushalt größer. Aber die Russen können wesentlich günstiger produzieren. Die amerikanischen Preise für Rüstungsgüter sind völlig übertrieben. Da kosten Raketen im nächsten Jahr einfach mal das Doppelte. Keiner schaut zweimal hin. Also dann könnten die Russen theoretisch sehr, sehr stark aufholen. Hier Sexpartys mit Politikern und Polizeichefs in Paris und Washington. Sexpartys, Prostituierte, ranghohe Politiker, Geschäftsmänner, Polizeichefs. Französische Callgirl-Affäre, Dominique Strauss-Kahn, früherer Chef des Internationalen Währungsfonds. Einzige Hoffnungsträger der französischen Sozialisten, wird jetzt seit Dienstag in Lille zu den Vorwürfen verhört. Frage ist, waren die alle minderjährig, waren die alle volljährig wenigstens? Also unglaublich. So ist die neue Weltordnung, meine Damen und Herren. Das sind diese Leute. Eurozone im Grundsatz einig über Rettungsplan für Athen. Schuldenstand in Griechenland soll auf 120,5% bis 2020 sinken. Mit diesem Schuldenstand ist das Land immer noch pleite. Steuergelder für Mobilfunkpropaganda bei uns unter der Sparte Deutschland zu finden, der Artikel. Vielleicht gucken Sie einfach mal in der Navigationsleiste. Steuergelder für Mobilfunkpropaganda. Die Konzerne und die Regierung zusammen teilen sich das, jeweils 600.000 Euro, also 600.000 Euro Steuergelder, um die Leute über Mobilfunk aufzuklären. Was sich immer mehr rumspricht, dass eben Gefahren existieren, auch wenn das Ganze schon bestätigt ist. Man sagt, nein, wir geben jetzt Geld aus und sagen den Leuten, sie sollen möglichst viel weiter telefonieren. Finden Sie alles auf Infokrieg.tv. Hatten wir noch 2 Fragen über den neuen Bundespräsidenten Gauck. Hältst du den Herrn Gauck für einen Mann der neuen Weltordnung? Ja, yep, definitiv. Morgen vielleicht mehr zu Gauck. Wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für den Support. Bleiben Sie uns erhalten. Wir sind morgen zurück zur gewohnten Sendezeit um 19 Uhr live. Im Anschluss an die Live-Sendung wie immer die Aufzeichnungen nacheinander. Laden Sie die Seite immer neu in Ihrem Browser in der Infokrieg-Mediathek unter mediathek.infokrieg.tv. Ganz leicht zu merken, mediathek.infokrieg.tv. Die MP3s, die YouTube-Aufzeichnungen, die Vimeo-Aufzeichnungen, bei Vimeo sogar mit einfacher, bequemer Download-Möglichkeit. Immer wieder die Seite neu laden in der Infokrieg-Mediathek. Im Laufe der Zeit, im Laufe des nächsten Vormittags dann auch die Vimeo-Aufzeichnung. Sie finden das alles sehr, sehr schnell. Morgen noch eine Sendung hier bei uns im Infokrieg-Studio. Am Donnerstag dann aus München.
aller Wahrscheinlichkeit nach live mit Wolfgang Eggert. Und am Freitag dann, sofern nicht schief läuft, das Interview mit der European Taxpayers Association, ein Dachverband von Steuerzahlerorganisationen, Pro-Steuerzahlerorganisationen, über den ESM, das Monstrum und die Verpfändung des deutschen Volksvermögens. Vielen Dank, mein Name ist Alexander Benisch, unsere Seite ist infokrieg.tv.